Der Herr sagt: Meine Hand ist entfernt und mein Geist zurückgezogen, denn ihr habt mich gehasst. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. May 19, 2010. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy. Für all jene, die Ohren haben und hören. Diese Frage wurde von Timothy gestellt, für eine Schwester in Christus. Herr, ist dies wirklich das letzte Pfingstfest? Der Herr antwortete: Geliebte, ich habe meinen Geist über alles Fleisch ausgegossen, so wie ich von Anfang an für euch ausgegossen war. Doch niemand kommt, um zu trinken. Niemand ist bereit, von mir zu empfangen, wie ich wirklich bin. Und doch habe ich den Regen rechtzeitig kommen lassen, sowohl den ersten als auch den zweiten. Und trotzdem schwindet die Ernte und trägt nur bittere Früchte. Schaut, die Stimme des Herrn eures Gottes hat gesprochen. Doch wenige haben Ohren, die hören. Und unter meinem Volk bleibt nur ein Rest, der sein Herz öffnet und zuhört. Ich sage euch die Wahrheit. Vor mir stehen sehr stolze Menschen, viele törichte Kinder, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Denn ihr Wissen ist verdorben. All ihre Gedanken und Grübeleien dienen nur dazu, ihre abscheuliche Natur beizubehalten. Denn sie halten Gott nicht in ihren Gedanken fest. Und von dem Heiligen sind sie weit entfernt. Das sagt der Herr. Die Kirchen der Menschen und ihre Wege sind verdorben. Ein ignorantes, unwissendes und eitles Volk. Viele getäuschte Kinder. Ein Volk, das meinen Weg hätte vorbereiten sollen. Doch sie haben einen anderen Weg gewählt, der ihnen mehr taugt. Ein falsches Bild. Eine verdorbene Lehre voller Egoismus und raffinierter Täuschungen. All die Dinge praktizierend, von denen ich sagte, dass sie sie nicht tun sollen. Traditionen, die ich hasse. Eine sinnlose Religion. Wehe deshalb all jenen, die in den Kirchen der Menschen verweilen, all jenen, die ihren Wegen folgen. Heuchler! Und den Anteil der Heuchler werden sie gewiss empfangen. Es sei denn, sie bereuen und kehren zu mir zurück, in aller Wahrheit, sagt der Herr. Denn ich sage euch die Wahrheit. Seht, ich sage es euch deutlich. Wenn ich zu euch herabkäme und redete, wie früher, würde jede dieser Kirchen der Menschen mir den Weg versperren. Ja, jede von ihnen würde mich hinauswerfen und versuchen, mich verhaften zu lassen. Und obwohl sie mich nicht gesehen haben, bin ich doch unter ihnen gewesen. Und so wahr ich lebe, sagt der Herr, ich sage euch, sie haben mich ganz sicher abgelehnt, denn ich bin durch ihre Reihen geschritten und sie haben mich abgelehnt. Ich habe gesprochen und sie haben ihre Ohren vor mir verschlossen. Ich habe ihnen meine Boten gesandt und sie haben sie alle abgewiesen. Seht, meine Boten wurden ohne Grund verstoßen, verhaftet und verfolgt. Sogar die Geringsten unter meinen Dienern sind von diesen sogenannten gläubigen Menschen schlecht behandelt worden. Vom Kleinsten bis zum Größten, ja all diese Kirchen der Menschen, lästern meinen Namen mit allem, was sie sagen und tun, bis hin zur Lästerung des Geistes. Deshalb werde ich meine Hand in der Tat zurückziehen. Und mein Geist wird zu mir zurückkehren. Denn sie haben mich abgelehnt, Tage ohne Ende. Lange haben sie sich von meiner Führung abgewendet und ihre Hand immer gegen meine Korrektur ausgestreckt. Sie haben mir ins Gesicht gespuckt
und auf den Mund geschlagen. Ja, meine Stimme ist ihnen ein Greuel geworden, denn sie lehnen jede Botschaft ab, die ich durch meine Propheten zu ihnen gesandt habe. Und sie drehen ihnen immer ein taubes Ohr zu und versuchen, sie mit Worten und Taten zu steinigen und sie im Offenen und im Stillen zu verleumden. Sie haben mich wirklich gehasst, sagt der Herr. Habe ich nicht schon durch den Mund meines alten Propheten darüber gesprochen? Steht nicht in eurer eigenen Sprache geschrieben: Macht das Herz dieses Volkes unempfindsam, ihre Ohren taub und ihre Augen blind, damit sie nicht mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und umkehren und geheilt werden. Doch sie sind nicht zu mir zurückgekehrt und sie wollen nicht umkehren. Wie soll ich sie dann heilen? Denn nur jene, die wissen, dass sie krank sind, suchen den Arzt auf. Doch diejenigen, die sich selbst für gesund halten, werden in keiner Weise zu mir kommen. Vielmehr werden sie mich auf Abstand halten. Sie bleiben entschieden in der Dunkelheit ihres eigenen Verstandes sitzen und ruhen sich auf ihren Lorbeeren aus, durch die sie sich selbst hoch angesehen haben. Denn wer durch bemaltes Glas späht, kann weder sein eigenes Bild sehen, noch kann er jene klar sehen, die sich drinnen befinden. Denn er sieht nur einen Umriss, ein Farbklecks, der seine Sicht trübt. Und diejenigen, die im Inneren sind und nach draußen schauen, bleiben geblendet und können nur einen Schatten dessen wahrnehmen, was wirklich ist. Sie halten die Hand hoch, um sich vor dem hellen Licht zu schützen, aus Furcht vor der Mittagssonne, die dabei ist, hereinzukommen. Sie ziehen das gefilterte und gedämpfte Licht vor, mit Hilfe all dieses bemalten Glases. Was wird ein solches Volk tun, wenn die Nacht hereingebrochen ist? Kirchen der Menschen, ihr habt mich vergessen. Ihr kennt mich überhaupt nicht, denn ich habe über euch geblickt und das ist, was ich sehe: Fremde und die Welt. Deshalb sagt der Herr: Es ist Zeit, ich kann nicht länger warten, denn jene, die mir gehören, müssen genommen werden. Die erste Auswahl muss befreit werden. Seht, meine Hand ist entfernt und mein Geist ist von dieser Welt und von all diesen Kirchen der Menschen zurückgezogen. Auch von jedem Einzelnen, der sich weigert, meiner Stimme Beachtung zu schenken und meine Korrektur anzunehmen, ist er schon entfernt. Schaut, mein Zorn ist angefacht durch meine Eifersucht und hat das Maximum erreicht. Deshalb ist das, was über alles Fleisch ausgegossen wurde, entfernt worden. Der eine, der bleibt, lässt zu. Und bald muss ein anderer Becher ausgegossen werden. Der Kelch der Abrechnung des Vaters. Der Zorn Gottes, der mit voller Kraft in den Becher seiner Empörung gegossen wird, wie es geschrieben steht. Doch versteht Folgendes und habt Frieden, meine Geliebten. Auch wenn die Dunkelheit dick ist und die Bosheit überhand nimmt und jeder stolze Mensch, der in seinen eigenen Augen klug ist, verwirrt zurückbleibt, werde ich kein völliges Ende machen. Denn meine Hand wird bei den Treuen verbleiben und meine Stärke wird sich in meinen Gesalbten offenbaren. Seht, mein Geist wird in den Herzen der Reumütigen aufsteigen und über meine Auserwählten kommen wie ein willkommener Regen. Und sie werden massiv erhöht werden und inmitten all dieser Dunkelheit immer heller leuchten. Doch meine Zeugen werden Leuchttürme der Hoffnung sein für diese verlorene und sterbende Generation.
Männer mit Mut, die große Taten vollbringen werden, im Namen des Herrn, ihres Erlösers, dem Heiligen von Israel. Er, dessen Name eins ist mit dem Vater. Deshalb erkennt die Absicht des Herrn, denn es wird schnell ausgeführt werden. Es wird gewiss so kommen. Von meiner linken Hand wird das Urteil über die Andersdenkenden ausgegossen werden. Doch meine Diener werden aus meiner rechten Hand trinken. Denn ich bin der Herr, und es gibt keinen anderen. Es gibt keinen wie mich. So werden jene, die ich sende, eine Belohnung empfangen, von dem, was ich von Anfang an für sie aufbewahrt habe. Und jene, die auserwählt, gebündelt und an ihre Orte gesetzt wurden, werden genommen werden. Denn sie waren treu. Und sie werden Ruhe haben und Heilung empfangen im Haus des Herrn. Denn ihre Orte waren von Anfang an vorbereitet. Und zu meiner Rechten werden sie für immer bleiben und vom Tisch der Güte des Herrn essen, was sie bis zum ewigen Leben versorgen wird.